Skuntang ist ein Pokémon mit den Typen Gift und Unlicht, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich aus Skunkapu. Skuntank ist ein mittelgroßes und bulliges, stinktierartiges Pokémon mit lila und beigefarbenem Fell. Es läuft auf 4 Beinen, welche jeweils 3 Krallen an den Pfoten besitzen. Skuntank haben relativ große Backen, an denen jeweils ein Eckzahn heraussteht. Die zwischen den Backen liegende Nase ist orange und länglich gezogen. Skuntanks Augen sind umzogen von orangefarbenen Ringen. Die dreieckigen Ohren stehen gerade nach oben und unter ihnen sind 3 nebeneinander seitlich abstehende Haarsträhnen. Und in der Shiny-Form ist sein Fell himbeerrot und rosafarben. Dabei nutzt es Attacken wie den Nachthieb, den Rülpser oder die Explosion. Und hat dabei als eine mögliche Fähigkeit die Duftnote, die dafür sorgt, dass es weniger von wilden Pokémon angegriffen wird, beziehungsweise von wilden Pokémon ferngehalten wird. Es kann aber auch die Fähigkeit Finalschlag haben, wodurch der Angreifer, der eine finale Attacke auf Skuntank landet, geschadet wird. Und die versteckte Fähigkeit ist das Adlerauge und verhindert den Verlust der Genauigkeit bei Angriffen. Skuntanks auffälligstes Merkmal stellt sein sehr großer und buschiger Schweif dar, welchen es über seinen gesamten Rücken bis über seinen Kopf liegen hat. Die Schweifspitze ragt bis über seine Stirn hinaus. In seinem Magen lässt es Nahrung zu einer Substanz gären, die einen höllischen Gestank aufweist. Der Geruch hängt dabei von der Art seiner Nahrung ab. Im Kampf sprüht das Pokémon diese Substanz dann aus seinem Schweif und kann dabei eine Reichweite von 50 Metern abdecken. Je länger sie gärt, desto garstiger stinkt sie. Bei Dauerfeuer jedoch lässt der Geruch schneller Intensität nach. Es setzt hauptsächlich Attacken vom Typ Gift und Unlicht ein und hat Schwierigkeiten mit Angriffen von oben, da es dank seines Schweifes keine Sicht nach oben besitzt. In der Wildnis gibt es Skuntank nur sehr selten und es lebt in Bauten, für die es Löcher in den Erdboden gräbt. Dabei ist Skuntank der zweite Teil der 2-Stufen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 34 aus Skunkapu. Dabei bleibt seine Farbgebung und auch seine Körperform relativ konstant. Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal ist der Schweif, der nun über den gesamten Rücken bis zu seinem Kopf hin liegt, während dieser bei der Vorentwicklung Skunkapu eigentlich nur von hinten etwas nach oben absteht. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Geist, Pflanzen und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.